Dezember 2020, Rückblick. Was für ein Jahr, Corona-Jahr. Wort des Jahres, Corona-Pandemie. Worte, die wir bisher kaum verwendet haben oder gar nicht kannten, prägen unseren Alltag. Pandemie, Inzidenzwert, R-Wert, Lockdown, Aha-Regel, Hygienekonzept. Vieles lief in diesem Jahr total anders, als wir es uns vorgestellt hatten. Arbeit, Schule, Studium, Freizeit, Urlaub, Familie, Gottesdienste. Nichts blieb unangetastet. Dezember 2020, Rückblick auf dein persönliches Leben und dein Jahr. Sind Träume zerbrochen oder haben sich neue Wege aufgetan? Macht sich Enttäuschung breit oder keimt Hoffnung, weil Neues aufbricht? Hoffnung trotz aller Widrigkeiten? Hat es dich kalt erwischt? Wo oder wie hat dein persönlicher Lockdown zugeschlagen? Dezember 2020, Ausblick. Wir haben Weihnachten gefeiert, die Jahreszeit der Kerzen. Auch hier auf dem Podium verbreiten sie Licht und Wärme und Wohligkeit, wenn sie entzündet sind. Wenn eine Kerze nicht brennt, ist sie nichts Besonderes. Sie bringt kein Licht, keine Wärme, keine Wohligkeit. Sie ist aus. Ausgebrannt. Fühlst du dich so? Leer und ausgebrannt? Vielleicht ist es nur ein Gefühl, ein verspäteter November-Blues, vielleicht aber auch eine handfeste Tatsache, die dieses emotional so anstrengende Jahr mit sich gebracht hat. Besonders anstrengend im Hinblick auf die Pandemie, weil so vieles so anders geleistet werden musste, weil manche sich zurückziehen konnten und andere an der Front kämpften. Vielleicht besonders anstrengend im Hinblick auf deine persönliche Situation, besonders anstrengend im Hinblick auf Beziehungen, besonders anstrengend, du kannst es vielleicht gar nicht richtig festmachen, einfach ausgebrannt. Als Christen wissen wir, dass unser Leben bei Jesus in den besten Händen ist. Wir wissen, dass wir uns auf ihn verlassen können. Bei ihm dürfen wir Energie, Kraft und Freude tanken. Und doch plagen uns manchmal Zweifel. Es fehlt uns die Kraft zum Glauben, das Feuer für Jesus. Kürzlich bin ich wieder einmal auf das Lied »Zünde an dein Feuer« aufmerksam geworden. Und wenn man es nicht einfach nur singt, weil es ja schon altbekannt ist, sondern sich den Text einmal bewusst vorspricht, so wie wir es in letzter Zeit ja öfters tun, dann wird einem erst bewusst, wie wertvoll er ist. »Zünde an dein Feuer, Herr, im Herzen mir«. Hell möge's brennen, lieber Heiland, dir. Was ich bin und habe, soll dein eigen sein. In deine Hände schließe fest mich ein. Quelle des Lebens und der Freudequell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Wollest mich bewahren, wenn der Satan droht, du bist der Retter, Herr, von Sünd und Tod. In der Welt nach Dunkel leuchte mir als Stern, Herr, bleibe bei mir, sei mir niemals fern. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du
Du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Bald wird uns leuchten Gottes ewiges Licht. Freue dich, Seele, und verzage nicht. Lass die Klagen schweigen, wenn das Lied erschallt. Fröhlichen Glaubens, unser Herr kommt bald. Quelle des Lebens und der Freude Quell, du machst das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, hilfst aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und Gott. Sind das nicht mutmachende und tröstende Zeilen, die Bertha Schmidt-Eller getextet hat? Es ist für mich wieder neu zur Stärkung geworden, dass Jesus selbst das Feuer in mir und durch mich ist. Dass ich wirklich brenne für ihn, dass er mir das Wichtigste ist und dass das auch nach außen sichtbar werden darf. Und wenn es heißt, was ich bin und habe, soll dein eigen sein, dann schließt das auch das, was ich nicht habe, ein. Den Mangel und den Wunsch. Auch das soll Jesu eigen sein, wie es in dem Lied ausgedrückt wird. Damit lege ich alles vor seine Füße, gebe ihm alles hin. Das ist herausfordernd, aber auch entlastend. Ich möchte mich wieder ganz neu darauf einlassen und im Bild der Kerze zu bleiben, mich von ihm entzünden zu lassen. Nur er ist das wahre Licht. Lass dich neu von Jesus füllen, das Feuer von ihm und für ihn neu entfachen. Zurück zur ersten Liebe. Zurück zu einem kindlichen Glauben, zu einem fröhlichen Glauben, der Gott alles zutraut. Auch und ganz besonders, dass er uns tröstet in den Situationen, die nicht so sind, wie wir es uns vorgestellt haben. Einem Jahr, das so anders verlief, als wir es uns vorgestellt hatten. Zurück zur ersten Liebe, wie wir es in Matthäus lesen. Matthäus 22, Vers 37. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem, und ich ergänze, vor was sollte ich mich fürchten? Auch im neuen Jahr 2021. Diese Gewissheit wünsche ich mir und wünsche ich euch. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Amen.